Wie sehr haben wir die Globalisierung immer wieder im Blick gehabt, uns mit dem freien Welthandel beschäftigt und jetzt das. Die Bilder gleichen sich weltweit. Vielerorts werden die Grenzen geschlossen. Der Personenverkehr kommt teilweise zum Erliegen. Ganze Länder schotten sich ab. Da, wo die Grenzen noch offen sind, werden die Reisenden intensiv kontrolliert. Grenzbeamte messen Fieber und kontrollieren wirklich sehr, sehr gründlich. Es ist ein gespenstisches Szenario. Die Corona-Pandemie hat die Weltwirtschaft angesteckt. Die infizierte Globalisierung, das ist unser Thema heute bei Made in Germany, dem Wirtschaftsmagazin der DW. Betroffen sind auch wir. So wie in diesen Tagen habe ich die DW noch nie gesehen. Wir arbeiten mit einer Art Notbesetzung. Alle sind sehr vorsichtig und sehr aufmerksam. Und ich habe mich zum ersten Mal seit über 30 Jahren von zu Hause aus auf diese Sendung vorbereitet. Nun zeigt sich, wie die internationalen Produktionsabläufe weltweit verbunden sind und voneinander abhängig sind. Besonders China, aber auch Indien sind ganz zentrale Player in der internationalen Fertigung. Und das könnte sich nun auch bei einem der wohl wichtigsten Produkte derzeit zeigen, Medikamente. Die meisten Arzneien weltweit werden in Asien hergestellt und das bekommen auch Pharmaunternehmen in Deutschland zu spüren. Miltiades Schmidt hat sich bei einem Unternehmer umgesehen, der massive Engpässe fürchtet. Wie viele Medikamente kann dieser Großhändler noch in Zukunft liefern? 130.000 Präparate sind im Lager verfügbar. Das Unternehmen versorgt ganz Deutschland mit Arzneimitteln. Bedrohlich ist die Situation insofern, also aus meiner Sicht jedenfalls, das merken wir im Moment auch gerade aktuell durch die Ausrufung der Pandemie, dass Produkte natürlich größtenteils Wirkstoffe in Asien hergestellt werden. In Deutschland ist die Produktion auch weitestgehend verschwunden. In Europa ist auch die Produktion weitestgehend verschwunden. Es ist schon jetzt klar, dass einige Wirkstoffe nicht mehr produziert werden können in China, weil einfach die Produktion ausgefallen ist. In wenigen Monaten dürften, so der Großhändler, diese Ausfälle auch in Deutschland zu spüren sein. Das ist der Nachteil der Globalisierung. Die Globalisierung hat viele Vorteile, aber das sind die klassischen Nachteile. Und wenn man dann noch unterschiedliche Staatsformen hat mit unterschiedlichen Interessenslagen, dann kann es natürlich passieren, dass plötzlich ein Land, was solche Chancen genutzt hat, in eine Machtposition reinkommt, mit der es nicht vernünftig umgeht. Und das ist das politische Risiko, was in der Globalisierung steckt. Deutschland bezieht seine Medikamente zum größten Teil aus Indien und China. Auch Antibiotika. 90% der weltweiten Antibiotikaproduktion stammt mittlerweile aus diesen beiden Ländern. Kala Amb im Norden Indiens. Die Firma SciTech Medicare stieg zu einem wichtigen Player auf, weil hier die Löhne niedrig sind und so kostengünstig Medikamente hergestellt werden. Allerdings sind auch die Inder abhängig vom Ausland. Fast die gesamte indische Pharmaindustrie ist auf Lieferungen aus China angewiesen für die eigene Produktion. Wir sind total von China abhängig. Wenn China keine Rohstoffe mehr exportiert, werden 80 bis 90% der indischen Pharmaproduzenten pleite gehen. Im schlimmsten Fall werden kranke Menschen sterben, weil es zu wenig Medikamente gibt. Indien bezieht seine Wirkstoffe, die Basis eines Medikaments, aus China, weil deren Herstellung dort noch billiger ist als in Indien. In wenigen Megafabriken wird in China ein Großteil des Weltbedarfs an Wirkstoffen mittlerweile produziert. Quer durch alle Medikamentengruppen. Wie konnte es zu dieser extremen Abhängigkeit ausgerechnet bei Arzneimitteln kommen? Die wichtigste Facette ist die, dass wir seit 10 Jahren jetzt schon Rabattverträge haben, oder ich glaube sogar noch länger, das sind glaube ich sogar 13 Jahre, Rabattverträge haben. Das heißt, Krankenkassen schließen Verträge mit Herstellern, vereinbaren Preise. Die Preise sind natürlich dadurch sehr stark gesunken. Die Krankenkassen lassen sich da auch jahrelang schon für feiern, dass sie die Kosten deutlich gesenkt haben. Positiver Effekt. Aber jetzt zeigt sich eben die Wirkung, dass die Ware womöglich gar nicht mehr in ausreichender Form nach Deutschland geliefert wird. Aufgrund der Produktionsausfälle infolge der Corona-Pandemie gelangen mittlerweile weniger Wirkstoffe nach Indien. Indien hat daher Anfang März den Export von 26 Medikamenten eingeschränkt, darunter auch Antibiotika. So will die Regierung sicherstellen, dass die eigene Bevölkerung noch mit genug Arzneimitteln versorgt werden kann. Das könnte demnächst heißen, dass auch weniger nach Deutschland exportiert wird.
Inzwischen wächst der Druck, sich aus diesen Abhängigkeiten zu lösen. Das hat die Politik inzwischen erkannt. Im Moment fehlt mir noch die Fantasie, wie man den Preiserfolg, den man erzielt hat, die Preise sind runter, wie man den so wieder anhebt, dass die Ware auch hier produziert werden kann, ohne dass nun gleich wieder mit dem Füllhorn das Geld ausgegeben werden muss. Die Produktion wieder in Europa hochzuziehen, würde Jahre dauern. In jedem Fall müssten dafür die Preise für Medikamente deutlich steigen. Ich war heute einkaufen, hier in Berlin, in meinem Kiez, da, wo ich immer einkaufe. Die Stimmung in dem Geschäft war aber so ganz anders. Viel mehr Leute als sonst und die Regale schon arg leer. Aber etwas hat mich besonders erschrocken. Es war etwas ganz anderes. Die Menschen im Laden waren sehr angespannt. Alle wie auf einer Mission, als gäbe es morgen nichts mehr zu kaufen. Ich habe nur ein paar Kleinigkeiten benötigt und war sehr froh, da schnell wieder raus zu sein. Philipp Falkenstein über das Herdenverhalten in uns und Panik, ausgelöst durch das Virus. Egal wo, die Welt dreht sich um ein Virus. Und wenn ich mich im Netz umschaue, wird mir ganz anders. Hamsterkäufe überall, ob Hongkong, Sydney, Mailand oder New York. Menschen in Ausnahmesituationen, Kontrollen, Einreisestopps. Panik macht sich breit. Events hier in Berlin abgesagt. Jobs fallen weg, Kollegen in Quarantäne. Ich glaube, ich muss raus aus der Stadt. Nicht nur die Erkrankung ist ein globaler Notfall, auch die Folgen für die Wirtschaft sind verheerend. Es geht am Ende jetzt nur um die Frage, wie tief wird diese Krise. Und das wiederum hängt davon ab, wie schnell man diese Epidemie medizinisch in den Griff kriegt. Denn die Krise zeigt, wie stark globalisiert unsere Welt ist. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Die Welt ist ein Dorf geworden. Da ist ein neuer Virus aus China plötzlich ganz nah. Statt global agieren, Rückzug ins Lokale, Abstand halten. Und ein menschlicher Instinkt verschärft die Krise noch weiter. Herdenverhalten. Denn auch bei mir macht sich Panik breit, wenn ich nur von leergeräumten Supermarktregalen höre. Warum ist das eigentlich so? Ja, das Problem ist, dass es für den Einzelnen rational ist, dieser Herde quasi nachzulaufen, also dieser Panik zu folgen. Man nennt das auch einen Run, also einen Ansturm, den wir von Banken kennen. Wenn man glaubt, eine Bank geht pleite, dann rennt man am besten als Erster hin, weil die zuerst kommen, die kriegen noch ihr Geld zurück. Einer geht voran, andere folgen. Was bei Tieren die Überlebenschance erhöht, kann Aktionären das Leben schwer machen. Denn auch Menschen neigen dazu, sich vom Verhalten anderer leiten zu lassen. Selbst auf den Finanzmärkten sind Gefühle oft wichtiger als rationale Entscheidungskriterien. Dem Herdentrieb vieler Tiere gleich, fühlt sich auch der Mensch sicherer in der Masse. Bricht einmal Panik aus, verbreitet sie sich schnell wie ein Lauffeuer. Wenn Finanzmärkte einbrechen und wenn es da zu einem Run kommt, das heißt, die Leute haben Angst, dass die Kurse immer weiterfallen und verkaufen immer schneller, dann kann es zur Destabilisierung kommen und die Krise kann sich vertiefen. Da ist es dann gut, wenn zum Beispiel die Notenbanken dagegenhalten und sagen, Leute, beruhigt euch, wir senken die Zinsen, wir stellen Geld bereit, die Kurse werden nicht so weit fallen. Dann beruhigt sich der ein oder andere und sagt, ich muss vielleicht doch nicht verkaufen. Und tatsächlich, Notenbanken und Regierungen weltweit versuchen die Wirtschaft zu stützen und die Pandemie zu verlangsamen. Und in der Zwischenzeit hilft Panik niemandem. Absolut, niemandem hilft Panik und doch prägt das gerade so viele Bereiche, vor allem die weltweiten Finanz- und Rohstoffmärkte, sind in heller Aufregung. Das Virus trifft die weltweiten Märkte, die nach wie vor viel Rückenwind von den internationalen Notenbanken bekommen. Die Leitzinsen sind auf einem Rekordtief. Viel Spielraum ist da einfach nicht mehr. Das Pulver ist verschossen. Zwei Bestseller-Autoren aus Deutschland warnen vor einem globalen Crash. Christian Prezelius hat die beiden Untergangspropheten getroffen. Die Börsen weltweit im Ausnahmezustand. Was jetzt droht, sei schlimmer, als was beim Börsencrash von 1929 geschah, sagen sie. Die Bestseller-Autoren und Ökonomen Mark Friedrich und Matthias Weig. Es ist vorbei. Sie können nichts mehr machen. Es ist ein Naturgesetz. Ein neuer Zyklus hat begonnen. Noch mehr Geld drucken bringt nichts. Die Krise läuft bereits an. Der niedrigste Ölpreis seit 30 Jahren, um ein Drittel eingebrochen.
und als Brandbeschleuniger das Coronavirus. Weltweit Kurseinstürze. Der größte Crash aller Zeiten, der Titel ihres aktuellen Buches. Den Crash haben sie schon öfter prophezeit. Nun fühlen sie sich bestätigt. Momentan haben wir zu viel Schulden. 255 Billionen Dollar. Das sind 322% des weltweiten Bruttoinlandsprodukts. In der großen Finanzkrise von 2008 haben wir die Probleme nicht gelöst. Wir haben nur noch mehr Geld ins System gepumpt und den Zinssatz gesenkt. Heute haben wir historisch niedrige Zinsen und es gab niemals mehr Geld. Wir haben uns nur teuer Zeit erkauft, aber nichts ist gelöst. Das System ist abgeschrieben, es wird kollabieren. Vergessen wir nicht, die Ursache des Crash von 2008 war zu viel gedrucktes Geld und zu niedrige Zinsen. Heute senken wir die Zinsen noch mehr und drucken unendliche Mengen an Geld. Wir gewinnen Zeit, aber wir haben sie nicht genutzt, um die Probleme zu lösen. Zu Ihrer Analyse kommt jetzt die Corona-Pandemie. Auch in Europa sind Fabriken, Geschäfte, Kleinunternehmen mit massiven Einbrüchen konfrontiert. Arbeitnehmer bleiben zu Hause. Wir sehen es an China. Es ist ein Beispiel dafür, was mit Deutschland als Autohersteller passieren könnte. Was also geschieht, wenn Mitarbeiter bei VW oder Mercedes krank werden? Was, wenn ganze Fabriken dicht machen? Was werden die ökonomischen Implikationen sein? Für 200 bis 300 Millionen Menschen in China gilt die Ausgangssperre. Das gleiche gilt für ganz Italien. Man kann sich nicht vorstellen, wie das Versorgungsketten beeinflusst. Das erste und zweite Quartal werden ein Desaster. Die Rezession hatte uns sowieso schon im Griff. Das Coronavirus ist nur Auslöser für die nächste Krise, die größer wird als alle zuvor. Die beiden arbeiten nicht nur als Bestseller-Autoren zusammen, sondern auch als Investmentberater. Maßgeschneiderte Wirtschaftsfonds für den besorgten Leser. Man sollte jetzt in bestimmte Anlagen investieren, wie Gold, die Goldmenge ist limitiert, oder auch Silber oder Immobilien, Wald, Bitcoins zum Beispiel. Und die Kritiker, sagen die Ihnen nicht, sie arbeiten mit einer Doppelmoral? Einmal machen sie den Leuten Angst vor der Krise. Auf der anderen Seite sagen sie, wir verkaufen ihnen die Gegenmittel, um die Krise zu überstehen. Kaufen Sie unsere Produkte. Wir machen Ihnen keine Angst. Wir sind nur realistisch. Kümmern Sie sich um Ihre Versorgung. Sie brauchen Vorräte zu Hause, Lebensmittel, Pasta, alles. In unserem Buch haben wir das empfohlen. Nun passiert es. Wie sollte das Finanzsystem nach der Weltwirtschaftskrise wieder aufgebaut werden? Viel demokratischer, fairer, nicht geizig. Die nächste Weltwährung wird digital, abgesichert durch Gold. Aber es kommt ein ganz neuartiges Bankensystem und viele Traditionsbanken gehen pleite. China war zunächst das Epizentrum der Corona-Krise und die ganze Welt scheint von China als Produktionsstandort, als wichtiger Absatzmarkt und Rohstofflieferant abhängig zu sein. Wenn China nicht mehr das Powerhouse ist, dann spüren das alle Volkswirtschaften, weil alle irgendwie mit der Volksrepublik vernetzt sind. Das betrifft auch Afrika. Mittlerweile ist China der wichtigste Handelspartner des Kontinents. Und wenn die Wirtschaft vernetzt ist, sind es auch die Menschen. Chiponda Chimbelo über erste Folgen des Coronavirus in Afrika. Als das Virus ausbrach, war ich gerade in Europa, in Paris. Die Rückreise dann war wirklich schräg. Denn die Menschen in Paris waren ja schon in Panik und manche reagieren paranoid, wenn sie nur einen Asiaten sehen. Das ist Fijo Molly. Sie ist eine chinesische Bloggerin, die in Johannesburg lebt. Ihre Videos erzählen Geschichten von Afrikanern und Chinesen in Afrika. Sie erzählt mir über die Lage vor Ort. Normalerweise ist Chinatown voller Besucher. In letzter Zeit ist es aber still geworden. Man sieht kaum Leute. Das bedeutet, Lokale, kleine Geschäfte, Boutiquen, Friseure, alle leiden drunter. Es gibt kaum noch Kunden. Schätzungen zufolge leben ungefähr 1 Million chinesischer Staatsbürger in Afrika. Gleichzeitig ist China ein Hauptziel für afrikanische Studenten geworden. Mehr als 80.000 von ihnen studieren dort.
Ein sambischer Student, der anonym bleiben möchte, verließ im Februar China mit Unterstützung seiner Eltern. Als ich hier ankam, wurde meine Körpertemperatur mit einer Wärmebildkamera gemessen. Und das war's. Ich musste nur ein Formular ausfüllen und unterschreiben, dass ich keine Symptome des Coronavirus hatte. Und dann konnte ich nach Hause gehen. Er erzählt mir, er sei in Sambia gar nicht unter Quarantäne gestellt worden, wie in China. Ich wäre in China sicherer, weil es dort bessere Einrichtungen gibt. Und trotzdem möchte ich lieber hier sein. Ich fühle mich hier besser aufgehoben. Das hört sich ein bisschen widersprüchlich an. Das eine ist eine Tatsache, das andere nur ein Gefühl. Während Menschen sich auf ihre Gefühle verlassen und dabei sogar dieser Krise entkommen können, ist die Situation für Unternehmen viel komplizierter. China ist derzeit der größte Handelspartner Afrikas. Der Handel zwischen Afrika und China hat bis 2018 stark zugenommen. Laut dem chinesischen Handelsministerium erreichte er bis dahin 204 Milliarden US-Dollar. Nun jedoch könnte sich dieses Wachstum verlangsamen. Das ist bereits der Fall im Bausektor. Chinesische Unternehmen konzentrieren die Hälfte aller laufenden großen Straßenbauprojekte auf Uganda. Und jetzt verzögern sich diese Arbeiten. Ein paar Projektleiter reisten nach China, um das chinesische Neujahr zu feiern. Sie sind nicht pünktlich zurückgekommen und das hat uns ziemlich beeinträchtigt. Aber es ist nicht nur die Arbeitskraft, die uns fehlt. Bestimmte Produkte, die beim Straßenbau benutzt werden, kommen aus China. Und die fehlen nun. Und Uganda ist kein Einzelfall. Viele afrikanische Länder sind von der Pandemie beeinflusst, darunter auch das bevölkerungsreichste Land Afrikas, Nigeria. Der Gleisausbau zwischen dem wirtschaftlichen Zentrum Lagos und der nördlichen Stadt Kano wurde wegen der Pandemie verzögert. Auch die Finanzierung ist gefährdet. Es gab eine Gegenfinanzierung der nigerianischen Regierung, aber 85% sollten von China finanziert werden. Das könnte sich jetzt verzögern, weil China nur mit dem Coronavirus beschäftigt ist. Kurzfristig wird sich vieles verschieben und Infrastrukturprojekte sich verzögern. Ich glaube aber nicht, dass sich etwas am Langzeittrend ändert, nämlich dem Fokus, den China auf Afrika legt. Ebenso, schönen Tag und auf Wiedersehen. Nach meinem Gespräch mit Amaka, mit Molly in Südafrika und dem sambischen Studenten, was mich da wirklich erstaunt, ist, dass ein sambischer Student lieber in sein Heimatland mit schlechterem Gesundheitssystem im Vergleich zu dem Chinas zurückkehrt. Für Unternehmen allerdings mit starken Verbindungen nach China bleibt wohl kaum ein Ausweichen vor den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. So, was machen wir jetzt? Jetzt, wo die Globalisierung so ins Stottern geraten ist, weil alles mit allem vernetzt ist, alles zurückentwickeln, zurück, wohin denn? Geht das? Wir haben das mal gedanklich durchgespielt. Ein neues Virus geht um die Welt und die Globalisierung steht in der Diskussion. Weil Menschen global reisen und zusammenarbeiten, fehlen nun Beschäftigte. Bänder stehen still und internationale Lieferketten wackeln. Was nun? Ein Szenario? Rückbesinnung aufs Lokale. Zumindest lebenswichtige Güter und Medikamente sollten wieder im eigenen Land hergestellt werden. Dann sei die eigene Bevölkerung sicher versorgt. Mehr Unabhängigkeit also und dazu wäre es besser fürs Klima. Kürzere Transportwege verursachen weniger CO2. Das würde bedeuten, bisherige Produktionsstrukturen radikal zu ändern. Nur ein Beispiel: höhere Preise in Industrieländern, weniger Aufträge in Schwellenländern. Das zweite Szenario: die Globalisierung könnte sich beschleunigen durch Telemigration. Menschen arbeiten und leben in verschiedenen Ländern gleichzeitig. Weil mehr Daten schneller übermittelt werden können, werden Telepräsenzsysteme immer besser.
Künftig repariert ein Techniker eine Maschine virtuell am anderen Ende der Welt. Der Vorteil der virtuellen Arbeit im Ausland: sie ist vollkommen keimfrei. Allerdings hieße Telemigration auch, alle Dienstleister von IT-Fachkraft bis Grafiker stünden weltweit in Konkurrenz. Weniger Globalisierung oder mehr? Der Blick auf unsere vernetzte Welt hat sich mit dem Coronavirus verändert. Noch einmal zurück in unsere Redaktion. Wir halten in diesen Tagen alle etwas Abstand voneinander. Wir versuchen natürlich, das Risiko so gut wie möglich zu reduzieren. Das fühlt sich schon sehr komisch an, wenn man sonst so eng zusammenarbeitet. Also verlagern wir vieles in den virtuellen Raum, wie überall gerade auf der Welt. Richtig spannend ist es, wenn verschiedene Unternehmen und Forschungseinrichtungen eng zusammenarbeiten. Das Zauberwort heißt Cluster. Ich liebe meinen Job. Ich lerne auch unterschiedliche Kultur kennen, unterschiedliche Arbeitsweise, unterschiedliche Schichten und Art von der Mentalitäten. Das haben wir hier alles auf einer Plattform. Seine Aufgabe: für Kooperation sorgen. Zwischen 150 Wissenschaftlern von 3 Universitäten, zwischen Forschungsgruppen aus verschiedenen Fachbereichen und zwischen den Wissenschaftlern und der Industrie. Denn im Heidelberger Innovation Lab geht es nicht nur um Grundlagenforschung. Die Ergebnisse sollen sich verkaufen lassen. Das ist mein Job. Ja, einfach A, ist es die Wissenschaftler aufmerksam zu machen, was eigentlich auf dem Markt gefragt wird. Dass sie nicht am Markt vorbei forschen, sondern eigentlich forschen, was wir irgendwie Menschheit benötigen, dass die Endverbraucher später davon nutzen können. Neben dem Labor liegt die Produktion. Auch 3 Großkonzerne sind dabei. Einer davon: Heidelberger Druck. Der Konzern hat ein Problem. Seine Druckmaschinen sind auf Papier optimiert. Die Nachfrage nach Zeitungen und Büchern aber sinkt. Und nun? Ein neuer Wachstumsmarkt muss her: gedruckte Elektronik. Statt Zeitung sollen die Maschinen künftig Sensoren drucken. Ist das eine Nische oder das Zukunftsgeschäft? Weitsicht und ein bisschen Fantasie braucht man schon. Solche neuen Technologien haben ja die Eigenschaft, die sie normalerweise stark gehypt werden, am Anfang und nachher ein bisschen länger dauern, bis sie dann tatsächlich ins Leben kommen. Die Zusammenarbeit mit den Universitäten klappt eigentlich sehr gut. Also man versteht die spezifischen Interessenslagen des anderen. Und das hat bisher eigentlich immer ganz gut geklappt. Wie viele Millionen haben Sie schon investiert? Oh, will ich lieber nicht sagen. Die Kooperation im Innovation Lab: für Industrie und Wissenschaftler teurer und anstrengender als ursprünglich gedacht. Ja, und man hat natürlich auch verschiedene Kulturen, weil bei der Universität ist natürlich die Zeitfrage, spielt keine Rolle. Ob ich jetzt für eine Entwicklung 2 Jahre, 5 Jahre oder 10 Jahre brauche, das ist für mich als Beamter, spielt das keine Rolle. Klar, ich muss dann dieses Spagat machen. Auf der anderen Seite haben wir die DAX-Unternehmen als Stakeholder, auf der anderen Seite die Universität, die das eigentlich nicht auf Profit orientiert sind. Überhaupt nicht. Das ist das natürlich dieses Spagat, was ich tun muss. Und die Interessenlage von beider Seiten zu kompensieren und zu balancieren, das ist die Kunst. Er sieht ihre Zusammenarbeit im weltweiten Forschungswettlauf weit vorne. Ihre gedruckte Elektronik sei reif für den Markt. Wohin jetzt verkaufen? Wer sind die Abnehmer? In seinem Herkunftsland Vietnam stieß der Geschäftsführer auf Interesse bei der Autoindustrie. Ihre Sensoren in Autositzen? Asiatische Konkurrenten staunen, meint er. Dann sind wir sehr stolz darauf, dass wir eine Technik gefunden haben, dass wir doch noch den teuren Standort hier in Deutschland produzieren können und weltweit beliefern. Zurzeit haben wir sehr viel chinesische Anfrage bezüglich Firmenbesichtigung. Aber wenn das natürlich kein Business dahinten steckt oder keine Geschäftsintention, dann lehnen wir sofort ab.
Was ihre Produkte kosten, will er nicht verraten. Verhandlungssache. Nur so viel, gedruckte Sensoren seien im Vergleich zu herkömmlich produzierten viel, viel preiswerter. Und am Ende unserer Sendung steht natürlich die gute Nachricht, auch diese Krise wird vorüberziehen. Der Höhepunkt der Corona-Pandemie in China ist laut Regierung schon überschritten. Fast feierlich wurde das Schließen temporärer Krankenhäuser in Szene gesetzt. Also, jeder Krise wohnt eine Chance inne. Und die Globalisierung, wie wir sie kennen, wird sich so oder so verändern. Davon können wir ausgehen. Also, bleiben Sie ruhig und vor allem gesund.